bisschen. Ey, warum ist denn jetzt schon wieder? Das ist so dunkel hier in der Halle. Ich muss mal meine Kiste ein bisschen turnen hier. Ich mag die Türen immer auf der anderen Seite. Und bin ich dichter am Werkzeug. Ich muss mich hier nicht mitten im Weh umziehen hier. So. Jetzt haben wir es. Sollen wir mal loslegen? Später mal. Dach hoch! Dach hoch! Ja, ich konnte leider kein Video machen heute hier drin. Konnte leider kein Video machen. Nee, ist Confidential Paper Shreddering und da sind sie ein bisschen eigen. Da wollen sie das nicht, dass du hier so eine Kamera machst. Naja, da soll Kinder sehen, wie sie Papier schreddern, aber das ist ja nun wirklich jedem bekannt. Naja. Hier ist eigentlich mal relativ fix. Aber immer findest du irgendwas. Wie immer findest du irgendwas. Was nicht so schön ist, was nicht in Ordnung ist und was gemacht werden muss. Ja, ist was es ist. So, ich habe jetzt versucht noch mit dem anderen Kunden oder sagen wir mal da hinzufahren, aber da sehe ich schon wieder, da müssen erstmal ein paar andere Sachen geklärt werden. Also fahren wir mal direkt, ist ja mittags schon, mal nach Barrow & Furness. Haben wir heute nicht so spät Feierabend. Wahrscheinlich schaffe ich es ja noch auf der Baustelle vorbeizuschauen. Naja, schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal im Service, ich muss mit mich Masken kaufen. Ich habe keine Maske mehr. Ne. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da muss ich erstmal irgendwo ranfahren. Aber wenigstens habe ich noch Kaffee gekriegt. War ein dünner Kaffee, aber wenigstens Kaffee. So, gucken wir mal. Und dann hören wir uns, sehen wir uns, weil das Wetter ist wieder mal so wie immer hier. So englisches Sommerwetter. Und von daher sieht ja noch alles nicht so schick aus. In Industriegebieten sieht es meistens sowieso nicht schick aus. Ja, da werde ich jetzt bleiben bis Sonntag. Sonntag, wie gesagt, ich zurück, so in der Mittag. Denken wir weg abhauen Sonntag. Und dann Montag muss ich, wie gesagt, in der Unit sein. So, die Traverse hier drin. Ich kann die nur, glaube ich, mal hoch hin. Gerade angekommen. Gucken wir uns die Döns mal an. Guten Tag, Gentlemen. Ja. Hi, Don. Yeah, not too bad. Just a little bit. Yeah, sieht sehr gut aus.
Tankstellenwahnsinn. Ein bisschen klein die Tankstelle hier. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen. Bin mal wieder am Fahren. Und zwar jetzt nach Hause. Ja, wenn euch vielleicht wundert, wie das hier aussieht drin und dass die Kamera ja nun mal von der anderen Seite jetzt zu sehen ist. Da liegt es einfach daran, dass ich das Auto getauscht habe. Der neue ist da. Der neue ist da. Und ich sitze drin. Ja, ich war jetzt 7 Tage am Stück arbeiten. Und gestern Abend sind wir fertig geworden. So, und jetzt geht's mal nach Hause. Und mal ein bisschen telefonieren muss ich auch noch. Grau in Grau ist es heute. Grau in Grau. Und ein bisschen Regen. Ja, fertig. Die Baustelle ist erledigt. Die 2 Wochen haben wir auch so ziemlich ausgenutzt. Also sind eigentlich, ja, kann man sagen, 2 Tage früher fertig geworden. Was jetzt den Kunden nicht unglücklich gemacht hat, weil er konnte dann eben seinen Abfall wieder steuern, zurück in die eigenen, in die eigene Anlage. So, er war natürlich relativ happy. Wir haben gestern noch einen Start im Probelauf gemacht. Der hat ein bisschen später begonnen als eigentlich geplant. Das lag aber jetzt nicht an uns. Wir waren am Mittwochabend eigentlich komplett fertig. Spät, da hing das dann mal so ein bisschen, da war ich irgendwann um 9:30 im Hotel. Und am Donnerstag waren dann erstmal so, ja, nach ein paar kleinen Schwierigkeiten, aber jetzt auch nicht, da war ein Sensor halt, der so ein bisschen rumgesponnen hat. So, und dann konnten wir dann auch alles anfahren, haben dann erstmal leer getestet und mussten dann noch warten auf den richtigen Start, aber dann haben wir natürlich genutzt die Zeit, um dementsprechend auch den Platz vernünftig zu verlassen, also sauber und aufgeräumt, Teile noch, was jetzt noch übrig war, noch aufgenommen, wie viel jetzt noch da waren, an dem aber da mal ein paar sind zu viel gekommen, hab mich aber dann unter dem Kunden ja ähnlich darüber und ja, das war so im Prinzip gestern und Nachmittag haben wir dann geschafft, endlich dann Material durch die Anlage zu schicken. Ja, lief auch alles vernünftig, kann man nicht anders sagen. Sind recht happy damit. Damit haben wir halt auch, sagen wir mal, eine relativ große Baustelle fertig gekriegt. War nicht so einfach, aber lief den Umständen entsprechend, muss man auch sagen, ganz gut. Harte Arbeit, aber im Endeffekt sieht ja dann doch ganz gut aus, wenn es wieder alles zusammengebaut ist. Da kann man dann.
schon wieder auf. So, Wetter ist immer noch dasselbe. Regnerisch. Aber ich denke mal, Exit ist da, also könnte ich da rausfahren. Hier ist ja was los heute, mein lieber Mann. Ist ja mal was los. Viel los. Right onto Middleton Tice Lane, then at the roundabout, take the first exit towards Leeds in the south. Ja, das ist so ein Service hier, so eine Service Station. Man kann dazu ruhig sagen, busy, weil ist immer noch Urlaub hier, ist immer noch Ferien. Take the first exit towards Leeds in the south. Ja, doch, aber ganz ruhig. Und das ist so der letzte Wochenende. Und wir haben natürlich ein Bank Holiday Wochenende. Das heißt, jeder fährt wieder mal irgendwo hin. Und dadurch sind die Straßen natürlich auch ein bisschen voller heute. Aber trotzdem sollte ich eigentlich noch ganz gut durchkommen. So, schnell noch einkaufen gewesen. Dann bräuchte ich da ja nicht mehr anhalten. Jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. Scotch Corner. So heißt es hier. For 47 miles, continue straight on. So, sind ja nur noch 150 Meilen, von daher sind wir mal jetzt entspannt und fahren weiter dem Regen entgegen. Ja, nächste Woche wieder Arbeit, gucken, was wir wieder schön filmen können. Kennt sicherlich, ja, kennt schon jeder, aber das sind Videomaterial, werden wir ein bisschen mal zusammenschneiden. Weil von Ketchup, dann ist. Vielleicht kann ich ein paar Videos mal vom Acker wechseln. Das kann man sicherlich machen, aber da werde ich mehr oder weniger doch ziemlich viel occupied sein, also sprich in Anspruch genommen werden von allen dort. Wir sind ja relativ viele Leute da. Auch von daher wird es ein bisschen schwierig mit Video. Aber jetzt lassen wir mal das neue Auto ein bisschen rollen. Haben ja gerade mal 500 Meilen noch auf dem Tacho. Also alles noch frisch und neu. Hab also ein Auto gekriegt, was ich wollte, mit Doppelkabine, mag ich sowieso mehr als so einen einfachen Van. Nee, ist schon ein schönes Auto, kann man nicht anders sagen.